Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir. In jener Zeit sah die Menge, die am anderen Ufer des Sees geblieben war, dass nur noch ein Boot dort lag. Und sie erfuhren, dass Jesus nicht mit seinen Jüngern ins Boot gestiegen war, sondern dass die Jünger allein abgefahren waren. Von Tiberias her kamen andere Boote in die Nähe des Ortes, wo sie nach dem Dankgebet des Herrn das Brot gegessen hatten. Als die Leute sahen, dass weder Jesus noch seine Jünger dort waren, stiegen sie in die Boote, fuhren nach Kapernaum und suchten Jesus. Als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, fragten sie ihn: Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Denn ihn hat Gott, der Vater, mit seinem Siegel beglaubigt. Da fragten sie ihn: Was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Jesus antwortete ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Meine Lieben, man spürt die Vehemenz der Leute, die Jesus nachfahren, um seiner habhaft zu werden. Getrieben von der eigenen Gier nach Macht, wollten sie ihn in Besitz nehmen, weil sie gesehen haben, dieser Wundertäter, dem ist nichts unmöglich. Und dieser Macht wollten sie sich versichern. Denn Jesus strahlt ja so eine Demut und so eine Liebe aus. Der hat keine Selbstherrlichkeit. Da haben sie sich getraut. Und Jesus entzieht sich ihnen dennoch. Denn er sagt ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er, der Vater, Gott gesandt hat. Dass ihr euch dem unterwerft, was euch Jesus wirklich sagen möchte. Dass ihr euer Herz frei macht von all euren Nebeninteressen und Nebenschichteln, dass ihr alles weglegt, sondern nur rein euch auf das konzentriert, was Jesus uns wirklich geben möchte. Nicht nur das, was ich brauche für mein Heil, sozusagen die Brote, die ich gegessen habe, die Segnungen des Herrn, seine Gnadenerweise, wo viel zu sehr meine eigenen Interessen mitschwingen und mitspielen, sondern: Herr, was willst du eigentlich? Was willst du eigentlich? Und dass man sich dem ganz ausruhen kann und zur Verfügung stellen, mit reinem Herzen, mit ganzer Hingabe.
Kompromisse und ohne einen Rückzieher zu machen. Ja, ich bin dein Eigentum, denn du bist wirklich mein Herr und mein Gott. Ich liefere mich dir ganz aus. Das heißt, an Jesus zu glauben. Und viele in der Kirche tun das nicht. Stillschweigend entsteht in ihrem Herzen wie ein Eiterherd eine innere Opposition, eine Rebellion. Sie sagen, ich will das nicht. Ich will mich nicht ganz ausliefern. Ich will hier meine Religiosität ausüben und dann immer noch genug Spielraum für meine persönlichen Agenten haben. Für meine eigenen Geschichten, die ich so treiben möchte. Und weil ich ja eher ein braver Katholik bin, soll der Herr all das sehen. Und so schleicht sich dieses Ressentiment dem Herrn gegenüber ein. Und all denen, die dann als überheilig gelten. Sehr übertrieben. Man kann ja nicht so oder so sein. Ja, weil man die Liebe zum Herrn noch nicht kennt. Und das Maß, das die Liebe gibt, einem fremd ist. Und man dem Maß der Liebe entfremdet ist. Und so sucht man dann nach gewissen Gründen, wie man sozusagen dem Stuhl einen Fuß absägen kann und den Heiligen, den, der es wirklich ernst meint, zu Fall bringen zu können. Und der Versucher lässt einem sehr schnell etwas in den Fokus bekommen, wo man dann angreifen kann. Hier oder jenes ist eine Unkorrektheit, denn die Vollkommenheit der Liebe sucht nicht nach einer Perfektion, sondern die Reinheit und Vollkommenheit der Liebe hat diese innewohnende Schönheit, wo es um die Seele und das Herz geht. Und dann findet man sehr bald irgendeinen Anhaltspunkt. Und auf den schießt man sich das ein. Und der Teufel, der befeuert einen darin. Wir haben es gehört beim heiligen Stephanus. Und wenn der Angriffspunkt, den man findet, nicht ausreicht, dann gesellt sich immer mehr die Intrige dazu, die Lüge. Und das persönliche Gefühl, im Recht zu sein, wächst. Man wird immer härter. Erst wenn man dann das Werk, das der Teufel durch einen erreichen wollte, man vollbracht hat, lässt der Teufel es zu, dass es einem wie Schuppen von den Augen fällt. Und man sagt, das habe ich ja nicht gewollt. Und obwohl man vielleicht in diesem einen Moment bereut, heißt es noch lange nicht, dass man in einem anderen Fall wieder in dieselbe Falle hineintappen kann. Wenn man nicht wirklich von Grund auf von seinem Hochmut ablässt und sich wirklich verdemütigt und sich wirklich zum Letzten der Menschen macht, zum Niedrigsten
so ist die Kirche voll von Menschen, die Feinde des Heiligen sind. Deshalb ist die Kirche nicht bereit, den Herrn wirklich anzubeten und ihn zu lieben. Es ist eine erkaltete Religiosität, erstarrt. Und mit Innerungen der Lüge. Niemand kann sagen, ich bin davor gefeit, dass ich nicht zu einem Heuchler werde, der eigentlich dann etwas ganz anderes im Schilde führt. Es schleicht sich so klein ein. Nur die persönliche Verdemütigung, die tägliche Bereitschaft, sich vom Herrn zeigen zu lassen, wo man innerlich unrein ist in seinen Motivationen, die tägliche Erneuerung der Sehnsucht, den Herrn wirklich zu lieben und ihm zu dienen, kann einen einigermaßen schützen. Sobald man von sich der Meinung ist, man selbst läuft nie Gefahr, in diese Falle zu tappen, ist es eigentlich schon zu spät. Amen. Vergelt's Gott.